Ja, hallo liebe Bens, Brothers and Sisters. Der Zombie-Kombi, den ihr bis jetzt ja wahrscheinlich, wenn er das mitverfolgt habt, eher gelesen habt, ist heute mal auf Filmmission. Ich bin gerade auf dem Weg nach Dorsten zu High End Classic Cars, die Firma von meinem Freund Andreas Meyer. Wir haben schon länger geplant, mal am Zombie-Kombi ein bisschen Hand anzulegen, weil ich hatte ja geschrieben, wer sich erinnern kann, dass der Zombie ein bisschen qualmt, wenn man morgens anmacht und die Ventilschaftdichtung wahrscheinlich ein Problemchen haben können. Ein bisschen Ölen tut er auch, hat ordentlich sein Revier markiert. Und deswegen sind wir heute hier. Ich komme gerade an, ich fahre gerade vor und wir fahren jetzt mal beim Andreas auf den Hof. Wetter ist nicht so doll, eigentlich die optimale Zeit zum Schrauben. Da hat man dann auch nicht so richtig Lust, in der Sonne zu liegen. Und wir fahren gerade vor. Vor mir steht jetzt gerade noch ein Paketlieferbote. Warten wir mal ab, bis er weg ist und gucken, ob der Andreas uns das Tor aufmacht. Also, bis gleich. So, der Paketbote ist mittlerweile weg. So, die Kamera gedreht. Wir fahren mal weiter vor zum Tor und gucken, ob das Tor wie besprochen aufgeht, wenn ich hub. Ja, hallo, da sind wir wieder. Auto steht auf der Bühne. Ich bin beim Andreas mittlerweile angekommen. Nur ganz kurz zur Info. Also, wer jetzt auf die Idee kommt, High End Classic Cars in Dorsten ist eine Firma für Selbstschrauber von abgerockten 2-10ern, die man bei eBay kaufen kann. Ist nicht so. High End Classic Cars hat ein anderes Geschäftsfeld. Andreas, erzähl mal ganz kurz, was macht er und wo ist die Spezialisierung? Ja, also wir haben uns vor 2 Jahren hier angesiedelt und haben uns spezialisiert auf vornehmlich Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Und zwar so ab Baujahr 50 bis Baujahr 90, das ist so unser Tätigkeitsschwerpunkt. Und was wir eben vornehmlich machen, ist eine Vollrestauration oder eben Baugruppen aufarbeiten, wie zum Beispiel Motoren, Getriebe, Sattlereiarbeiten machen wir sehr viel. Das ist sogar im Moment einer unserer stärksten Einzelzweige. Das sind so die Sachen, die wir machen. Also jetzt 2-10er-Schrauben ist absolute Ausnahme. Okay, Ausnahmen habt ihr gehört, ihr wisst Bescheid, Auto kommt kaputt rein, fährt ganz viel raus, inklusive eigentlich aller Gewerke, glaube ich. Ja. So, und jetzt entweihen wir heute mal die Werkstatt und schrauben mal an einem eBay-Auto. Also, bis gleich. So, gucken wir mal. Es ist angerichtet. Arbeit mit Profis macht übrigens Spaß, weil dann gibt es auch eine vernünftige Haubenlampe und dann muss da nicht irgendwo mit der Taschenlampe rumgefummelt werden. Aber ich schwenke mal eben rüber zum Andreas und frage, was machen wir heute eigentlich hier? Ja. Was machen wir heute? Du warst ja vor ein paar Wochen schon mal bei uns, da haben wir geguckt. Es deutet viel darauf hin, dass A, die Ventilschaftdichtungen undicht sind. Dann haben wir noch eine Undichtigkeit gefunden an einem Schlauch, an einer Servolenkung. Und wir wollten was gegen den schlechten Radioempfang tun. Okay, danke. Dann lege ich wohl mal los und fange jetzt hier mit betreuten Schrauben an. Licht ist da, Werkzeugkiste ist auch da. Heizung ist an, viel Spaß. Top. Ja, meine mitgebrachten Handschuhe taugen auch nichts, wie Andreas gerade sagte. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich kriege ich jetzt welche aus Kalbsfell oder so. Mal gucken. So, mal eine kurze Zwischenbilanz. Also in der Zwischenzeit haben wir hier den Patienten mal so ein bisschen freigelegt. Wie man vielleicht sieht, die Zündspulen sind demontiert, hängen aber noch daneben. Wir haben auch feststellen können, dass hier unten am Ventildecker so ein bisschen Öl rauskommt. Kabel und Schläuche sind ein bisschen verölt. Auf der anderen Seite eine ähnliche Geschichte. Und jetzt kann es eigentlich gleich richtig losgehen. Dann kommen nämlich die Ventildeckel runter. Wir haben zwischenzeitlich auch noch einen kleinen Kandidaten gefunden, der abgerissen war. Nämlich den Unterdruckschlauch hier. Dadurch war vielleicht verursacht worden, dass das Auto ab und zu beim Kaltstart morgens einmal kurz ausging und dann wieder an. Ich bin gespannt. Also, stay tuned. So, kurzer Zwischenstand. Hier liegen die Ventildeckel.
Und da habe ich sie ausgebaut. Sieht eigentlich soweit alles ganz gut aus. Wir haben jetzt bei der Gelegenheit noch festgestellt, dass hier eine Umlenkrolle, ich filme da mal drauf, wahrscheinlich auch einen weg hat, weil der Keilrippenriemen hat auf der Rückseite so ein paar Abschürfungen, wie man hier sieht, oder nicht Abschürfungen, sondern Ablagerungen. Die kommen daher, dass die Rolle wohl stuckert, die werden wir gleich mittauschen. Luftfilter haben wir auch rausgenommen, wird auch mitgetauscht. Ansonsten keine besonderen Auffälligkeiten. Man sieht schon, dass da so ein bisschen Öl an der Dichtung vorbeigeschossen ist. Und wenn wir die Ventildeckeldichtung gleich getauscht haben und dann auch noch die Ventilschaftdichtung gemacht haben, müsste eigentlich 99% aller Probleme behoben sein. Wenn nicht, zünde ihn an. Ja, inzwischen sieht es so hier aus. Also die Nockenwellen haben wir raus. Natürlich bei der Laufleistung von dem Auto ist nicht zu erwarten, dass die aussieht wie neu. Aber für 265.000 Kilometer, finde ich, kann man eigentlich nicht meckern. Gucken wir mal zurück, wie es hier aussieht. Hier haben wir ein bisschen gekleckert. Der Zombie blutet. Und ja, da sind wir jetzt erstmal in die Tiefe vorgedrungen, wo wir eigentlich ran wollten. Jetzt geht es darum, die Ventile erstmal mit Druckluft zu fixieren, dann die Teller runterzunehmen und die Schaftdichtung zu wechseln. Also, ich berichte gleich weiter, wie wir weitergekommen sind, aber aus einer Eintagesaktion ist jetzt leider eine Zweitagesaktion geworden. Macht aber nichts, der Zweck heiligt die Mittel. Hier bin ich gerade beim Reinigen der demontierten Motorteile und der fragt euch nicht gerade, wie macht er das, mit beiden Händen in der Kiste zu stecken und trotzdem filmen zu können. Wird ein Geheimnis bleiben. Oh. Für heute sind wir fertig. Heißt aber noch nicht, dass wir ganz fertig sind. Es gibt noch ein paar Dinge, die zu tun sind. Wir hatten jetzt hier nur ein paar Herausforderungen mit dem Spezialwerkzeug. Wir haben jetzt die Ventile doch nicht oder beziehungsweise die Ventilfedern nicht rauskriegen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Kollege aus dem Hause HECC guckt jetzt netterweise nochmal, ob er so einen Teil beim Kollegen kriegt oder zu Hause in der Werkstatt. Eine eigene Arbeitskarte zum Zombie haben wir übrigens auch schon, also alles ganz offiziell, falls das Finanzamt zuguckt, hier wird alles bezahlt, ist doch klar. Und ich würde mich dann für heute hier aus den Räumlichkeiten von HECC, High-End Classic Cars, verabschieden wollen mit dem Zombie, der auf den Rest der Kur bis morgen warten muss. Und ja, ich freue mich auf mein Feierabend hier. Also. Ja, Zombie und ich sind mittlerweile wieder gut auf dem Dorf angekommen am Niederrhein. Und der Zombie hat jetzt 2 Tage in Dorsten verbracht beim Andreas Meyer von High-End Classic Cars. Vieles, was ich mir vorgenommen hatte, konnte ich einfach nicht selber machen, weil man muss schon mit allen Wassern gewaschener Profi sein, um so ein altes Möhrchen tatsächlich zu reparieren und auch erstmal reparieren zu wollen. Zusammenfassend kann ich jetzt sagen, die Entscheidung war goldrichtig und die Jungs können einfach mehr als nur Flügeltüre und Pagoden restaurieren. Also klingt jetzt albern, ist aber nicht. Die Firma Andreas Meyer macht wirklich absolut sensationelle Arbeit. Er hat auch so ein bisschen tief gestapelt, als er gesagt hat, ja, wir restaurieren hier ein bisschen Autos von 1950 bis 1990. Um es kurz zu machen, Andreas Meyer war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Firma Brabus mit ihrem Classic-Programm überhaupt diese Qualität liefern konnte. Und von Brabus aus hat der Andreas sich selbstständig gemacht. Und die Idee zu der Zombie-Reparatur und Reparaturkur bei ihm im Haus kam irgendwann mal, als wir geplaudert haben. Ist keine Selbstverständlichkeit, garantiert nicht. Auf jeden Fall, ich bin total happy. Ich habe ein paar Kilometer mit dem Auto jetzt hinter mir. Die waren super. Der Zombie ölt nicht mehr, der qualmt nicht mehr. Wir haben auch eine neue Lichtmaschine eingebaut, neuen Luftfilter, neue Zündkerzen und so weiter. Alles, was man
eigentlich, wenn man den Motor soweit aufgemacht hat, tauschen und wechseln sollte. Ich konnte sogar, als ich die Kinder zur Schule gebracht habe, heute Morgen guten Gewissens das Auto neben dem Tesla fahrenden Ökofahrer starten, weil er qualmt einfach nicht mehr. Und jeder, der so ein bisschen gesundes Umweltbewusstsein hat, der wird mich natürlich erstmal für ein totales Umweltschwein halten, wenn ich mit so einem qualmenden Zweitakt-Trabi Auspuffähnchen unterwegs bin. Das ist jetzt vorbei. Die nächsten 265.000 Kilometer können kommen. Und ich freue mich, wenn ihr euch zwischendurch vielleicht nochmal einklingt und ein bisschen Interesse dran habt, was ich alles mit diesem Auto, das ich aus Versehen bei eBay gekauft habe, so erlebt habe. Also, wenn ihr euch nicht langweilt, ich berichte einfach mal weiter. Macht's gut und allzeit gute Fahrt.